Die Röntgenkristallographie ist eine Methode zur Entschlüsselung von Molekülstrukturen. Mithilfe dieses Verfahrens gelingt es, den Aufbau wichtiger und komplexer biochemischer Moleküle sowie deren Funktionsweise zu verstehen. Man kann sagen, im Laufe des 20. Jahrhunderts hat die Röntgenkristallographie die Biologie revolutioniert. Zahlreiche Nobelpreise in den Bereichen Physik, Chemie sowie Physiologie oder Medizin wurden für Arbeiten vergeben, die auf kristallographischer Forschung beruhen. Röntgenstrahlen, die 1895 von Konrad Röntgen entdeckt wurden, haben eine Wellenlänge, die ungefähr dem Abstand der Atome in Kristallen entspricht. Deshalb werden Röntgenstrahlen von Kristallgittern reflektiert und in spezielle Richtungen gebeugt. Die gebeugten Strahlen lassen Muster entstehen, die mithilfe von Fotoplatten oder anderen Detektoren sichtbar gemacht und gespeichert werden können. Max von Lauer hat dieses Phänomen 1912 als erster beschrieben. Seine Entdeckung markiert den Beginn der modernen Kristallographie und brachte ihm 1914 den Nobelpreis für Physik ein. Unter allen Beugungserscheinungen am Licht ist die kennzeichnendste und für die Wellenlängenmessung geeignetste die Beugung am Gitter. Eine alte kristallographische Theorie besagte, dass die Natur atomare Gitter geschaffen habe, nämlich in den Kristallen. Es handelt sich dabei freilich um Gitter nicht mit zwei, sondern mit drei Perioden, sogenannte Raumgitter. Man konnte die drei Gitterkonstanten, das heißt die Länge dieser Perioden, auch größenordnungsmäßig ausrechnen aus der Dichte der Kristalle und aus dem Gewicht der in ihnen vertretenen Atome. Aber genau wusste man das nicht. Und man fand dafür die Größenordnung 10 hoch minus 8 cm. Und damit war jede Hoffnung, Gitterwirkungen am Licht mit solchen Raumgittern zu erhalten, von vornherein abgeschnitten. Denn die sichtbaren Wellenlängen sind ja rund 1000-mal größer. Bei Röntgenstrahlen aber lauteten die Wellenlängenschätzungen von Wien und Sommerfeld, wie wir schon sahen, auf rund 10 hoch minus 8 bis 10 hoch minus 9 cm. Da konnte man von vornherein auf Gitterwirkungen hoffen. Ein Kristall ist ein Festkörper, dessen Atome regelmäßig in einer dreidimensionalen Kristallgitterstruktur angeordnet sind. Schneeflocken sind beispielsweise Kristalle. 1611 entdeckte Johannes Kepler ihre sechseckige Form und vermutete die Kälte als Ursache dafür. Diese Annahme enthüllt den etymologischen Ursprung des Begriffs Kristall. Denn die alten Griechen hielten Bergkristalle für auf ewig gefrorenes Wasser und gaben ihnen den Namen für Eis, Kristallos. Auf der Grundlage der Entdeckung von Max von Laue setzten auch William Bragg und sein Sohn Lawrence Bragg das Verfahren der Röntgenbeugung ein. Sie wollten die Strukturen von einfachen anorganischen Kristallen aufklären, wie die von Natriumchlorid und Diamanten. Für diese Arbeit erhielten sie 1915 den Nobelpreis für Physik. Die Struktur des Kristalls beugt den Röntgenstrahl nur in bestimmte Richtungen. Die Intensität dieser Beugungen wird gemessen und aus diesen Werten eine dreidimensionale Darstellung der Elektronendichte im Kristall errechnet. Daraus lassen sich die Positionen der Atome ermitteln. Lawrence Bragg etablierte auch, was später als die Braggsche Gleichung bekannt wurde. Es erklärt, warum Kristalle Röntgenstrahlen nur in bestimmten Winkeln abstrahlen. Das regelmäßige Kristallgitter erlaubt nur, für bestimmte Winkel eine konstruktive Interferenz und damit eine Signalverstärkung des gebeugten Röntgenstrahls. Die Braggsche Gleichung setzt diese Winkel in Beziehung zum Abstand bestimmter Gitterflächen des Kristalls. Ich war stets daran interessiert, die Röntgenanalyse auf immer kompliziertere Strukturen anzuwenden. Und hier geht es um die Analyse der komplexesten Strukturen, die jemals erfolgreich analysiert wurden, um die Proteine. Als wir mit den Untersuchungen begannen, war unser Untersuchungsobjekt das Hämoglobin, ein Molekül mit 10.000 Atomen. Bis dahin waren die komplexesten Strukturen jene, die Dorothy Hodgkin untersucht hatte. Herauszuheben ist dabei die Struktur des Vitamin B12,
mit 181 Atomen. Die Schwierigkeit bei der Untersuchung einer Struktur potenziert sich mit der Anzahl der Atome. Wir versuchten uns also an einem Molekül mit 10.000 Atomen, während die tiefgehendste Erforschung bis dahin nur 180 Atome betraf. Es war J.D. Bernal, ein junger Wissenschaftler aus dem Labor von William Bragg, der in den 1920er Jahren die Idee entwickelte, große Biomoleküle wie Proteine zu kristallisieren und mit Hilfe der Röntgenbeugung zu untersuchen. Am Cavendish Institute in Cambridge, dessen Leitung Lawrence Bragg später übernahm, initiierte J.D. Bernal ein Projekt unter der Leitung von Max Perutz sowie eines unter der Leitung von Dorothy Crowfoot Hodgkin. Sowohl Perutz als auch Hodgkin forschten über 20 Jahre unermüdlich daran, die Struktur der Proteine Hämoglobin und Insulin zu beschreiben. Schließlich war es jedoch Perutz Postdoktorand John Kendrew, dem die Aufklärung der ersten dreidimensionalen Struktur eines Proteins gelang. Myoglobin ist ein Protein, das für den Sauerstofftransport in den Muskeln verantwortlich ist. Kurz darauf gelang Max Perutz die Entschlüsselung der Struktur von Hämoglobin, das für den Sauerstofftransport im Blut verantwortlich ist. Gemeinsam wurden sie 1962 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Im selben Jahr erhielten Francis Crick, James Watson und Maurice Wilkins den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für die Aufklärung der Doppelhelixstruktur der DNA. Dorothy Crowfoot Hodgkin wurde 1964 mit einem ungeteilten Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Auf ihrem Weg mussten diese Pioniere eine Vielzahl grundlegender Probleme überwinden. Vor allem das sogenannte Phasenproblem. Es hat mit der Tatsache zu tun, dass man mithilfe der Punkte auf einer Fotoplatte zwar die Intensität einer elektromagnetischen Welle, nicht aber ihre Phase messen kann. Da die Phase aber für eine mathematisch stringente Extraktion der Kristallstruktur aus den Beugungsdaten benötigt wird, wurden zahlreiche praktische Methoden zur Überwindung dieses Problems eingesetzt. Eine davon ist die Erzeugung von Kristallen mit und ohne der Einbindung von schweren Atomen und ein Vergleich der Diffraktionsdaten für beide Kristallarten. In den 1950er Jahren gelang dem Mathematiker Herbert Hauptmann und dem Physikochemiker Jerome Karl der Nachweis. Die Kristallstruktur lässt sich durch Lösung eines bestimmten umfassenden Gleichungssystems auch auf direktem Wege ermitteln. Für ihre theoretische Lösung des Phasenproblems wurde ihnen 1985 der Nobelpreis für Chemie zuerkannt. Die folgenden Abbildungen der Nobelpreisträger Jerome Karl und Herbert Hauptmann verdeutlichen die Bedeutung der Phasen. Kombiniert man die Phasen aus dem Bild von Hauptmann mit der Amplitude aus dem Bild von Karl, entsteht daraus ein Bild, das unten links zu sehen ist. Das Bild unten rechts zeigt, was geschieht, wenn die Phasen von Karl mit den Amplituden von Hauptmann kombiniert werden. Es wird deutlich, wie die Phasen das resultierende Bild dominieren. Seit den 1960er Jahren konnten zunehmend komplexe biologische Moleküle kristallisiert und ihre Strukturen aufgeklärt werden. Ich wollte mich also wieder dem Problem widmen, das mich am meisten interessierte. Und zu dem ich aus der intensiven Zusammenarbeit mit Jim Watson und Francis Crick gestoßen war. Jim war in Harvard, als ich promovierte. Wir spielten Tennis. Ich ging zu seinen Gruppenmeetings. Er arbeitete am Ribosom und das führte mich letztlich zu diesem Forschungsbereich. Und als ich nach Cambridge ging, war Francis da. Er sprach über viele Dinge, darunter auch über das Ribosom. Dadurch wurde mein Interesse geweckt an diesem zentralen Dogma der Molekularbiologie. Das Kopieren von DNA, die Transkription zu RNA und dann die Translation von RNA zu Protein. Wir begannen mit der Arbeit an Regulatorproteinen und an Polymerasen und verfolgten die Arbeit für viele Jahre. Und wir sind immer noch dabei. Wir versuchen immer noch, die ganzen Prozesse zu erkennen und zusammenzusetzen, die verbunden sind mit der Replikation, der Transkription, der Transkriptionsregulation sowie der Synthese durch das Ribosom. Ich werde mich darauf konzentrieren, wie die Peptidbindung zustande kommt.
Das Wissen über die kristalline Struktur trägt zu einem tieferen Verständnis der dreidimensionalen Struktur auf atomarer Ebene bei. Die Molekularbiologie hat die Röntgenanalyse als grundlegende Methode zur Aufschlüsselung und zum Verständnis der Moleküle etabliert. Beginnend bei den einfachsten Verbindungen bis hin zu schwierigsten Protein-Nukleinsäure-Komplexen. Bis heute konnten mit dieser Methode rund 90.000 Strukturen kristalliner Makromoleküle dekodiert werden. In einigen modernen Teilchenbeschleunigern, sogenannten Synchrotronen, werden brillante Röntgenstrahlen erzeugt. Sie unterstützen die Kristallographen bei der Dekodierung der Strukturen von Makromolekülen immer kleinerer Kristalle. Wissenschaftliche Fortschritte in der Röntgenanalyse ermöglichen es uns, die Moleküle des Lebens immer besser zu verstehen.